Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Hirn statt Bauch ist das heutige Thema. Hirn statt Bauch? Das ist eigenartig und das möchte ich heute ein bisschen diskutieren, inwiefern diese Dinge zusammenhängen, mit einem Stoffwechsel-Experte. Und er ist heute auch wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Daniel Hertig. Danke, dass du extra gekommen bist. Gerne. Hirn statt Bauch oder Bauch statt Hirn oder geht es auch umgekehrt? Nein, es geht schon, aber es ist das, was wir im Moment tun, oder? Ja. Wir ernähren eigentlich den Bauch und viel zu wenig das Hirn. Ja. Braucht denn das Hirn speziell irgendwelche Nährstoffe, um optimal zu funktionieren? Ja, der Unterschied zwischen Bauchnahrung und Hirnnahrung ist natürlich so, dass die Bauchnahrung auf Energie ausgerichtet ist und die Hirnnahrung auf Qualität. Das heißt, wenn wir den Bauch füllen, heißt das noch lange nicht, dass wir genug Vitalstoffe im Körper haben, sondern wir haben einfach mal genug Energie, um uns zu bewegen. Also wir sind gesättigt. Aber das Hirn braucht natürlich qualitative Nahrung und qualitative Energie. Und da ist natürlich, reden wir oft, also wir im Berufsbereich, von Quanten, also das heißt von Biophotonen. Das heißt, das Hirn braucht eine ganz andere Qualität der Nahrung als der Bauch. Das ist interessant, weil grundsätzlich redet man ja immer davon, dass das Hirn Glucose braucht. Zucker, sagen wir vielleicht so 70-80%. Und dann noch die sogenannte Ketogenese, also Ketonkörper, die aus der Fettverbrennung so kommen. Genau. Wo wir leider heutzutage alternativ kaum mehr kriegen, weil wir uns überwiegend ja im Zuckerstoffwechsel verhalten. Genau. Und jetzt kommst du mit etwas Neuem noch dazu, dass das Hirn auch qualitativ hochwertige Nahrung braucht. Also Strukturen, Biophotonen. Ja. Genau. Also es ist ja so, dass wir im Hirn nicht nur vom Zucker leben, oder, sondern dass eigentlich jede Zelle im Hirn, die 8-mal mehr durchblutet ist, natürlich alle Vitalstoffe braucht und eben nicht nur alle Vitalstoffe und Mengenelemente und Spurenelemente, sondern sie braucht eben auch die Energie der Schwingung der Natur. Das heißt, sie braucht die Ordnung der Natur, sie braucht Leben. Also das heißt, wir haben ja im ganzen Körper und als Mensch haben wir eine Aura. Also wir haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld hat eine Verbindung zu allem, was außerhalb des Körpers und weit außerhalb des Körpers ist. Und man weiß ja, dass alles mit allem verbunden ist. Und das Hirn ist eigentlich dieses Medium innerhalb des Körpers oder dieses Organ innerhalb des Körpers, das mehrheitlich die Verbindung zu diesen Welten außerhalb des Körpers steuert. Und das ist das, was wir immer mehr vernachlässigen. Wir haben also nicht mehr die Qualität in den Schwingungen, in der Nahrung, in der Natur, die wir benötigen würden. Wir haben nur noch die Energie, die uns gegeben wird für den Bauch. Also das heißt, grob gesagt, Kohlenhydrate, Zucker und Fette, die wir essen für den Bauch. Das brauchen wir primär für die Muskelkraft. Heute arbeitet niemand mehr wie unsere Großeltern oder praktisch niemand mehr. Für alles wird irgendeine Maschine oder ein Computer eingesetzt. Und dementsprechend haben wir viel weniger Bedarf an Kalorien und an Muskelkraft, also an Bauchnahrung. Dafür viel mehr Bedarf an intelligenter Nahrung, an intelligentem Immunsystem, an Qualität. Das hängt alles miteinander zusammen. Und das ist das, was dem Hirn dann fehlt. Er braucht nicht nur Glucose, er braucht noch viel anderes. Mhm. Mhm. Jetzt natürlich die nächste Frage. Wie merke ich denn, dass mein Hirn zu wenig Nährstoffe kriegt? Ist das chronische Müdigkeiten oder ist das, was für Symptome sind da reflektierend? Einerseits natürlich ganz direkte, wie man merkt, dass sie das Gedächtnis nachlässt, dass die Hirnleistung allgemein schwächer wird. Das hat natürlich auch im Alter eine Bewandtnis, aber es hat hauptsächlich mit den Energiezellen in den Hirnzellen zu tun, also den Mitochondrien. Und wenn die Mitochondrien weniger gut arbeiten, dann wird der Stoffwechsel geringer.
Das heißt, die Qualität und die Menge verändert sich innerhalb des Hirns. Und das bedeutet, dass man natürlich dann weniger Leistung hat. Wenn der Stoffwechsel völlig entgleist, hauptsächlich natürlich der Fettstoffwechsel, dann entstehen auch Hirnkrankheiten. Das heißt, wenn es noch weiter zurückgeht und in Störungen, in Stoffwechselstörungen mündet, dann können Krankheiten entstehen. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit dem Dr. Dietrich Klinghardt. Ja. Und er hat einen Satz gesagt, habe ich so noch nie gehört, fand ich aber super. Ich glaube, es passt auch gleich, damit zitiere ich ihn. Je älter man wird, desto eher kommt man wieder in die sogenannte vegane Ernährung rein. Am Anfang vielleicht noch mit Fleisch und Qualität hochwertig, aber mit der Zeit immer weniger und mehr strukturierte Ordnungsfelder mit mehr Biophotonen. Und jetzt verstehe ich eigentlich ein bisschen mehr, was er gesagt hat. Also wir brauchen mehr Ordnungsfelder, mehr Biophotonen. Absolut. Also die Ordnung fehlt uns im Körper und das Chaos verbreitet sich, oder? Also das Chaos nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also der Stress ist natürlich von außen, ist der Umweltgifte, Strahlung und. Das nimmt ja konstant zu. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch körperlichen Stress im Bereich, dass uns diese Mittel natürlich fehlen, also die wir brauchen für das Hirn, also die Stoffwechselprozesse, die Produkte. Und haben natürlich auch vom ganzen psychischen Stress, den wir jetzt haben mit Corona etc., da haben wir ja viele wirtschaftliche Sorgen, soziale Sorgen. Das alles, das schlägt sich natürlich bei uns im Hirn jetzt nieder und gibt natürlich massive Probleme. Also es kommt von zwei Seiten. Also das Chaos nimmt also sowohl energetisch zu, aber auch wieder stofflich zu. Also das heißt von beiden Seiten. Und eben das Hirn ist an und für sich diese Schnittstelle, die das steuern muss, die das wie Antennen, oder wir wissen ja, dass wir im Hirn zu 90% Antennen haben und zu 10% eigentlich funktionieren. Zu 90% nehmen wir mal die Energie auf und die Information auf und verarbeiten sie. Aber das ist etwas, was wir mal sagen, ja, diese Nerven machen ja gar nichts und diese Hirnstrukturen machen ja gar nichts. Nee, sie sind da und empfangen und analysieren diese quantenmedizinischen oder Quantenfelder. Und da ist natürlich ein Riesenmangel immer mehr vorhanden. Und jetzt, in dieser Zeit, wo wir so unter Stress stehen, auch mit all diesen Problemen, die Gesellschaft hat, umso mehr. Ist auch Alzheimer und Demenz ein Krankheitsbild, was wir mit mehr Rohkost, mit mehr Ordnungsfeldern, mit mehr Biophotonen, die das Hirn versorgt, besser gerecht werden könnten oder besser in den Griff kriegen könnten oder verhindern könnten? Also es ist ja klar, dass ich als Gesundheitstherapeut Mühe habe, über Krankheiten zu reden, weil ich ein völlig anderes Denken habe. Ja. Das heißt, ich versuche es umgekehrt zu erklären. Wir müssen wegkommen vom Krankheitsdenken zum Gesundheitsdenken. Das heißt, wir müssen nicht gegen eine Krankheit kämpfen, sondern für eine Gesundheit. Das tönt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist die Realität. Das heißt, wenn wir jetzt über Alzheimer reden, wo wir nicht wissen, woher das kommt, wenn wir über all diese Stoffwechselstörungen reden, die wir nicht wirklich verstehen, ist das eigentlich verlorene Zeit. Wir müssen drüber reden, wie könnte man rausfinden, dass man eine Stoffwechselstörung im Hirn hat. Und das ist ja ganz spannend, dass jetzt in Paris zum Beispiel werden Darmuntersuchungen immer Biopsien gemacht, in speziellen Kliniken werden Biopsien gemacht von den Nerven. Und die Nerven, die da mit Biopsie weggenommen werden, werden untersucht und wird geschaut, sind denn die Nerven im Darm gesund? Und dann hat man festgestellt, dass eigentlich alle Hirnkranken, jetzt reden wir wirklich von einer Krankheit, kranke Nerven im Darm haben. Und zwar praktisch mit einer Korrelation von über 90%. Das heißt, wir wissen, dass eigentlich der Darmnerv zuerst krank wird und wahrscheinlich nachher das Hirn. Das ist die Darm-Hirn-Achse, also, wo auch schon bekannt ist. Genau. Ja. Also, aber das ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet, weil da sind wirklich dann die Ärzte, die Spezialisten. Mein Spezialgebiet ist eigentlich die Prävention und natürlich die Vorsorge, dass so schwere Krankheiten, wenn möglich, gar nicht entstehen.
Es gibt ja nichts Hundertprozentiges. Aber du hast vorhin wirklich eine fantastische Antwort auf eine Frage gegeben, die mich wirklich, ich denke, das war die beste Antwort, die man sagen konnte. Statt den Fokus auf die Krankheit fokussieren wir uns auf diese 99% aller Zellen, die gesund sind. Genau. Und wenn wir die noch stärker machen, dann hat der Körper vielleicht auch die Chance, über eine erhöhte Energiezufuhr sich selber wieder gesund zu machen. Ich meine, das ist ja auch bekannt, niemand macht einen Menschen gesund, nur der Mensch macht sich selber gesund. Absolut. Und wie? Das ist ja eigentlich immer die große Frage. Wie kann der Mensch sich selber gesund machen? Oder? Wenn wir jetzt zurückkommen zum Hirn statt Bauch, ist es, sagt es, wie ich es am Anfang gesagt habe, geht es um die Qualität. Einerseits um die Qualität der Nahrung, das reicht aber heute nicht mehr aus. Also es geht um die Qualität der Schwingungen. Und da wir die Schwingungen ja noch ein bisschen über die Sonne bekommen, ein bisschen, wenn wir barfuß laufen, ist nicht mehr viel Schwingung da, außer negative Schwingung über Elektrosmog und so weiter, müssen wir die Naturschwingung in konzentrierter Form zu uns nehmen. Und das ist eigentlich mein Konzept, das sagt, was dir fehlt, also diese Schwingungsenergie, diese Ordnung, die das Chaos wieder aus dem Körper treiben soll. Das Leben ist ja Ordnung. Mhm. Diese Energie in konzentrierter Form hilft dem Körper relativ schnell. Also meine Erfahrungen mit weit über 1000 Patienten sind natürlich bahnbrechend, was das anbetrifft. Also selbst wenn man nichts ändert im Leben und nur Stoffwechselprodukte nimmt mit einer hohen Schwingungsdichte, passiert schon was, aber es ist klar, der Klient will immer ganz gesund werden, gar nichts mehr haben, dann braucht es schon nicht nur eine Tablette, dann braucht es viel. Aber jede einzelne Komplexmittel, das bewirkt schon, jetzt gerade wenn wir von Hirn reden, ist es natürlich das Formhirn, bewirkt sofort über Schilddrüse und Hirn eine Stoffwechselerhöhung der Hirnleistung. Natürlich sind Hirnkrankheiten, weil das war deine Frage, sind viel komplexer mit einem Produkt nicht lösbar. Was hat es denn in diesem Produkt dann drin, wo dann wirklich so viel Schwingungsenergie gibt, für speziell für das Hirn? Also es kommt natürlich von zwei Seiten her. Es kommt einerseits aus der orthomolekularen Medizin, das heißt aus der Medizin mit körpereigenen Stoffen, also alle Stoffe, die der Körper selber produzieren kann, inklusive Vitamine etc. Ohne hier in die Details zu gehen, kann man sagen, diese Stoffe werden innerhalb vom Darm sofort assimiliert und aufgenommen. Das heißt, der Körper und die Leber muss nichts mehr tun. Das wird einfach so weitertransportiert und geht nachher über das Blut in alle Zellen. Natürlich, das sind jetzt eher Produkte, die eher in das Nervensystem und ins Hirn gehen. Und dann hat es eine zweite Ebene, da geht es um die Schwingung. Da geht es darum, aus der Erfahrungsmedizin, wo viele, viele Forschungsergebnisse mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht werden, welche Nahrungsergänzungsmittel haben die Qualität, auch gewisse Sachen wieder in Schwingung zu bringen. Und ich habe bei weit über 1000 Patienten immer wieder getestet. Und insgesamt jetzt über 15 Jahre und jetzt die letzten 5 Jahre sehr intensiv mit den Produkten festgestellt, welche Stoffwechsel Einzelmittel jetzt zum Beispiel eine Schilddrüse wieder eher zum Laufen bringen oder welche jetzt im Bereich von den Schilddrüsenhormonen die richtige Verwendung des und richtige Aufteilung zwischen T4 und T3 unterstützen. Ein ganz, ganz großes Thema. Also wann wird überhaupt die Energie verbrannt in der Zelle? Wann passiert überhaupt etwas? Und da weiß man zwar sehr viel, aber es wird leider Gottes sehr wenig darüber geschrieben und erzählt. Das ist schon so, ja. Fast gar nichts. Also nochmals, wenn ich merke, dass mein Hirn nicht mehr optimal funktioniert, schneller vergesse, kann mir etwas nicht merken, dann ist das eigentlich ein Anzeichen da, etwas zu ändern. Einerseits über Schwingung und andererseits über die orthomolekulare Medizin mit Nährstoffen, die eigentlich schon fixfertig auseinanderdividiert ist, die der Körper eigentlich nur noch aufnehmen muss und nicht noch verdauen muss. Genau. Also Entlastung. Absolut. Es ist so, dass die Schwingung natürlich auch, die Schwingung ist ja in Naturprodukten drin, das sind konzentrierte Produkte. Da hat es ein paar Mikrogramm, die der Körper auch ausscheiden muss, weil am Schluss ja irgendwo immer noch ein klein bisschen Ballaststoff da ist von jeder Pflanze. Aber grundsätzlich ist das richtig. Mhm. Ja. Und dann die Ernährung selber? Die Ernährung, das ist natürlich ganz klar ein Riesenthema. Also da geht es darum, dass man den Zuckerstoffwechsel, den Fettstoffwechsel etc. Natürlich in einen anderen Bereich
bringt. Das hat aber mit der Qualität zu tun. Wir haben ja im ganzen Körper haben wir drei Stoffwechsel. Wir haben den Makrostoffwechsel, das ist also das, was von außen kommt. Das ist also alles, was Ernährung und Trinken ist. Und natürlich den Sauerstoff über die Lunge. Und natürlich die Haut, die natürlich auch viele Produkte aufnimmt. Das ist der Makrostoffwechsel. Und der wird hauptsächlich über die Leber gesteuert. Dann haben wir den Mikrostoffwechsel, der wird hauptsächlich über die Schilddrüse gesteuert, weil die entscheidet über das T4 und T3, wann wird was wie wo verbrannt. Und innerhalb der Zelle kann nur etwas passieren, wenn das auch wirklich vorhanden ist. Und das Hirn, um wieder zurückzukommen zum Hirn, ist der Chef des Nanostoffwechsels, also der Schwingungen, also der Gedanken, der Gefühle, die werden dort primär dann weiterverarbeitet, oder? Und die geben dann nachher den Zellen wieder eigentlich aus der Schwingungsebene die Energie. Und diese drei arbeiten eigentlich zusammen und geben am Schluss jeder Zelle die richtigen, entweder Nährstoffe über Makrostoffwechsel, die Zündstoffe über die Schilddrüse und die Harmonie des Gefühls und der Liebe und der Gesundheit über den Nanostoffwechsel. Interessant. Ich habe in deinem Buch, wo ich gelesen habe, noch etwas gelesen in diesem Zusammenhang auch über die Leber. Und zwar, ich bin immer ein bisschen sensibel bei Eisenmangel. Ja. Und dort hast du mal geschrieben, dass die Leber primär verantwortlich ist für den Eisenmangel. Und ich habe sonst eigentlich immer gelernt, das kommt aus dem Darm. Ja. Ja. Kannst du mir das noch erklären? Es ist ja so, dass die Antwort Ja und Nein ist. Es ist immer auch der Darm. Also das heißt, der Magen entscheidet mal aus der Situation, wie viel Säure ist vorhanden, wie gut werden alle Stoffe auseinandergenommen. Und dann entscheidet der Zwölffingerdarm dort, wenn die Stoffe gut auseinandergenommen sind, kann er das Eisen schon aufnehmen. Und dann muss ja die Leber aus zweiwertigem Eisen dreiwertiges machen. Und das ist ja das Problem. Sie muss dann nicht nur dreiwertiges Eisen machen, sondern sie muss es auch speichern. Sie muss also auch selber stoffwechselmäßig sagen, okay, wir haben überall genug Eisen, wir speichern es da. Oder sie sieht, dass das Eisen in den Zellen zu wenig und im Blut zu wenig vorhanden ist. Und gibt dem das Eisen wieder frei. Also die meisten Stoffwechselstörungen haben mit dem Darm zu tun, aber die Leber leidet stark unter einem schwachen Darm, aber es ist am Schluss die Leber, die es eigentlich nicht mehr richtig macht. Wir vergessen immer, dass es die Leber ist, die am Schluss entscheidet, wie viel Eisen kommt ins Blut und wird das dreiwertig verarbeitet, oder? Weil nur dann kann der Körper wirklich in den Zellen, in den Blutzellen richtig den Sauerstoff aufnehmen. Und jetzt, was macht man? Ist klar, man fängt immer bei der Ernährung an, aber hier sind wieder andere Stoffwechselprodukte. Also ich habe jetzt ein Produkt entwickelt für den Darm, das ist das Formdarm, ist klar, und dann das Formleber. Da geht es einfach darum, wenn man diese beiden Produkte nimmt, dann hat man eigentlich schon die Garantie, dass wenn man sich vernünftig ernährt, gemäß meinem Buch und meinem Handbuch, dann ist es eigentlich relativ schnell machbar. Außer, und jetzt kommt das Außer, das darf man nicht vergessen, die nicht alkoholbedingte Fettleber, ja, die hat natürlich ein Riesenproblem, weil wir heute, je älter die Leute werden, je mehr haben wir Anteile von Fettlebern und nicht alkoholbedingte Fettlebern. Und diese Stoffwechselstörungen stören die Leber extrem. Und hat jetzt da aber mehr mit der Leber zu tun als mit dem Eisenstoffwechsel. Der Eisenstoffwechsel hat mehr mit dem Magen und der Säure zu tun. Also die Leute, die tatsächlich Eisenmangel haben, ist jetzt eine Magensäure oder Darmproblematik? Primär, es fängt beim Magen an, geht zum Darm weiter und am Schluss macht die Leber falsch. Also müssen wir aber auch die Leber noch unterstützen? Muss nicht sein, ist aber meistens so. Es kommt immer darauf an. Wir haben ja viele junge Frauen, die Menstruationsprobleme haben, weil sie die Pille nehmen und solche Sachen. Oder dann stellen sie die Menstruation komplett ab, weil sie die Pille dann durchgehend nehmen und so weiter. Da entstehen wieder andere Probleme. Aber wir haben sehr viele junge Frauen, die im Prinzip sich relativ falsch ernähren, weil sie schlank bleiben wollen.
und durch das an für sich die Magensäure an für sich nicht mehr arbeiten muss. Und wenn wir eine schwache Magensäure haben, das ist die erste Station, dann ist es eigentlich eine Kaskade, die so kommen muss, oder? Die muss zu dem führen. Wir haben auch Immunprobleme manchmal, in seltenen Fällen, wo Parasiten schuld sind. Das heißt, man hat eine schwache Magensäure, man hat über einen Salat oder was auch immer, hat man Eier von Parasiten aufgenommen. Die Magensäure konnte diese Parasiten nicht töten. Das Immunsystem hat es auch nicht vernünftig geschafft, diese Parasiten zu töten. Und die Parasiten konnten sich im Darm dann vermehren. Und dann haben wir eine Situation, wo die Parasiten, das sind mehrheitlich dann Würmer, wo die Parasiten dann das Eisen essen, weil die haben das gern. Das sind dann Würmer. Und dann fehlt das Eisen natürlich auch. Aber das ist alles selten. Es sind meistens ganz einfache Fälle, oder? Meistens eben Magensäure und so und Ernährungsumstellung, Zucker reduzieren. Und wenn es einfach nicht weggeht, das steht in meinem Buch sehr ausführlich geschrieben, wenn es nicht weggeht, dann haben wir eine chronische Situation. Und wenn es bei der chronischen Situation immer noch nicht weggeht, müssen wir uns ernsthaft mit Leber- oder Darmparasiten befassen. Weil die lassen sich nicht einfach so töten. Die muss man bekämpfen. Du hast in deinem Buch das alles gut beschrieben. Also sei es über Hirnleistungssteigerungspotenzial, aber auch das Thema Eisenmangel. Okay. Wo finde ich weitere Details und Informationen jetzt zum Beispiel zu diesem Buch? Ja. Also auf der Internetseite. Ich habe alle meine Produkte und auch das Buch habe ich in Deutschland, habe die Firma in Deutschland angesiedelt, weil einfach die rechtlichen Situationen besser sind. Das nennt sich www.stoffwechsel-komplexmittel.de. Dort ist eigentlich das ganze Wissen, warum soll man was tun. Dann hat es ein Handbuch dazu, dann sagen wir, wie soll man es tun, in welchen Fällen und wie. Und dann hat es natürlich noch ein Prospekt dazu, sagt, was kann man eigentlich erwarten und was kann man nicht erwarten und was kostet mich das Ganze. Ja, also diese deutschen Nahrungsergänzungsmittel haben einfach viel, viel mehr drin als das, was in der Schweiz erlaubt ist. Genau. Deshalb gibt es ja auch viele Anbieter, die machen das in Deutschland und ganz EU darf es schlucken, nur wir Schweizer halt nicht. Genau, so ist es. Da müssen wir halt alle zwei Tage eins schlucken, statt jeden Tag, je nachdem. Und es kommt viel teurer. Ja, klar. Spannend. Also meine Produkte sind ja so konzipiert, dass man nur mit neuen Produkten arbeitet für den Stoffwechsel. Und mit neuen Produkten, das sind wie Autobahnen, oder das sind neun Autobahnen, die führen zu den Mitochondrien, also zur Energie in den Zellen. Das heißt, alle neun haben eigentlich nichts anderes im Sinn, dass die Zelle wieder richtig funktionieren kann, ob das eine Darmzelle oder eine Leberzelle oder eine Hirnzelle ist. Und deshalb hat es ja neun Bahnen, oder weil ja nicht jeder den gleichen Stoffwechsel hat. Und diese Autobahnen sind eigentlich die Gesundheitsbasis. Das heißt, sie geben wieder der Zelle Energie, sind aber nicht ein Therapeutikum gegen eine Krankheit, sondern für die Energie, für die Gesundheit. Für die Selbstheilung. Genau. Und wenn diese neuen Autobahnen wirklich schön asphaltiert sind und alles fließt, dann können wir eine hohe Geschwindigkeit erzeugen. Da kann was passieren. Ja, ATP-Produktion ist hoch. Das ist eigentlich die beste Basismedizin, die man machen kann, den Körper gut zu versorgen mit allem, was er braucht. Genau. Und das haben wir in einer anderen Sendung schon mal miteinander besprochen, wie mangelhaft heute eigentlich die Nährstoffqualitäten schon sind, sei es von der Schwingungsenergie und sei es von den Nährstoffen selber her. Dann verstehe ich das schon. Manchmal kriegt man ein bisschen einen Koller, wenn man letztendlich nur noch von Tabletten sich ernähren muss. Das Schluckkoller, sage ich da immer. Kennst du? Ja, klar. Ich habe ja viele, viele Patienten und das ist eigentlich der größte Widerstand, weil im Kopf natürlich viele Sachen fest in den Grundsätzen verankert ist. Das fängt bei der Nahrung an und geht bei den Kapseln weiter. Es ist so, dass viele Leute eine Aversion haben gegen Kapseln. Auf der anderen Seite ist es gar nicht mehr anders möglich, eine konzentrierte Form der Natur zu schlucken, weil es ja nicht mehr in der Nahrung drin ist oder mangelhaft. Und deshalb habe ich auch im Handbuch ganz genau geschrieben, wie kann man Kapseln einnehmen und wie kann man das machen, dass man eigentlich gar nicht mehr merkt, dass man Kapseln schluckt. Weil es geht ja um die Psyche, oder? Also das heißt,
wenn jemand 10 Kapseln in der Hand hat und die schlucken muss und er hat eine Kapselaversion, ist er schon halber krank, bevor er sie geschluckt hat. Und das ist absolut verständlich. Mhm. Es ist reine Gewohnheitssache. Es ist wie eine Umgewöhnung von der kohlenhydratlastigen Ernährung zu einer leberlastigen Ernährung, die viel gesünder und für das Hirn gut ist. Das ist eine Gewohnheit, die man neu aufbauen muss. Und also du hast ein paar Tricks hast du formuliert dort drin. Klar. Aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer, man darf es nicht einfach aufmachen und das Pulver rausnehmen und trinken, weil dann geht es über die Magensäure, oder? Also es ist so, dass man, wenn man es vermixt, oder, übergibt man die Energie dem Energieträger. Also das heißt, die Schwingungsenergie geht ja nicht verloren. Und da es ja im Wasser sehr oft nicht gut lösbar ist, muss man es mixen. Und ich mixe es immer mit Tomatensaft. Okay. Und ich tue immer in den Tomatensaft ein bisschen Leinöl rein, damit der Fettstoffwechsel auch animiert wird. Also das heißt, man macht was ist mit Sachen, wo nicht in der Magensäure verdaut werden sollte, sondern eigentlich erst so magensäureresistente Kapseln? Klar. Die müssen schon geschluckt werden. Haben wir nicht. Ah. Haben wir nicht, absichtlich nicht, weil das sind ja nur Darmbakterien. Ah. Also die Darmbakterien müssen ja säureresistente Kapseln haben. Und das Einzige, was bei uns säureresistente Kapsel ist, ist die Omega-3. Mhm. Weil die Omega-3 darf kein Mikrogramm Sauerstoff bekommen, ja, sonst oxidiert sie. Genau. Also das heißt, wir haben die so verkapselt, dass man die schlucken kann und man muss sie schlucken. Diese Kapsel kann man nicht öffnen, sonst schmeckt es nach Fisch. Also man kann schon, aber es schmeckt einfach nach Fisch und das haben die wenigsten gern. Und wenn man diese Kapseln schluckt, das hat also nichts mit dem Stoffwechsel zu tun, sondern mit der Geschmacksrichtung, die man nicht gerne hat, dann passiert einfach, dass man es nicht mehr schluckt, wenn man es auftut. Oder? Herzlichen Dank, lieber Daniel Hertig. Danke für diese Erläuterungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Bitte teilen Sie diese Sendung einfach wieder weiter, dass andere Menschen auch diese Zusammenhänge ein bisschen sehen, erkennen dürfen, wo es zwischen Bauch- und Hirnnahrung geht. Ich finde es immer wieder wichtig, dass man auch sieht, dass Nahrungsmittel nicht nur Nahrungsmittel sind, sondern auch Lebensmittel strukturierter Natur sein sollten, mit viel, viel Energien versehen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, heute auch Ihnen vermittelt zu haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.